Eisen könnte ein bisschen schneller. Wir müssten Eisen unbedingt auf Hochöfen aufrüsten. Können wir nicht schon Hochöfen? Nein, glaub nicht. Den Hochöfen, das dauert bestimmt noch ein bisschen. Aber es läuft noch, es läuft noch. Ist alles noch grün. Super grün. Ist jede Menge Eisen und Kupfer ist auf Vorrat, Kupferplatten. Ich sehe überall Kisten rum, die schon voll sind und halb voll. Und die Kupferproduktion staut sich auch. Was will man mehr? Weißt du nicht, was man mehr will? Wir können ja noch mehr Eisen holen hier. Wir haben hier ja noch großes Eisenfeld. Klar müssen wir später noch mehr Eisen holen. Das Eisenfeld hier unten haben wir auch noch nicht mal ordentlich angezapft. Aber unser Eisen ist ja vollgelaufen. Da unten wird gerade noch mal Eisen rausgezapft. Boah. Mal, Christoph hat sich schon wieder heimlich hier was hinten hingestellt. Ach, Stahlproduktion hat er hier hingestellt. Stahl. Hat er schon clever gemacht. Ich hätte es ja integriert, weil Stahl brauchen wir später für die. Ja, ich wollte jetzt aber erstmal euch da hinten nicht komplett stören. Ja, ja, ne, ist ja okay. Später zieh mal hoch. Ist doch cool, aber dann wird schon mal wenigstens was produziert. Aber hier können wir den Stahl ja herstellen, den wir für die Hand brauchen. Das ist doch schon mal super. Wie kommt der Stahl hier raus? Reicht er den komplett durch oder was? Oh, hier ja. Wird. Eisenplatten gemacht, die Eisenplatten kommen in den. Achso, die Eisenplatten zieht er raus. Ja, genau, ja, das ist gut. Das ist natürlich clever. Aber braucht er für Stahl nicht 5 Eisenplatten? Ja. Ah. Ja, wenn mit Hochöfen natürlich effizienter, ne? Ja. Aber ist clever. Das sieht gut aus. Ja, man lernt nicht aus. Hier ist auch schon cool. Steine. Ja, so Ziegel haben wir bald. Oh Gott, da können wir ja. Große Mauer bauen. Eine chinesische Mauer bauen, ey. Ja. Oh, guck mal, schon 2 Labore. Das ist ja auch toll. André, Mensch. Ja, ich will die scheiß Kugelschaden da endlich fertig haben. Geht das denn schneller, wenn du da mehr baust? Oder? Ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie viel Prozent. Mal gucken, dass wir nachher, keine Ahnung, irgendwann so 8 Stück haben und die alle laufen. Und die Frage wird ja wird ja nachher viel schwieriger, wenn wir nachher dritte und die vierte Wissenschaftsressource noch einführen müssen. Also das mit Eisen ist aber ganz knapp, was wir gerade produzieren und verbrauchen, ne? Hm. So eine Produktion, so Statistik guckst, 176. Ja, gut, wenn ich das auf eine Minute mache, produzieren wir pro Minute 205 Eisen. Wir brauchen so 205, 206 Eisen. Ja, aber Eisen ist vollgelaufen. Ja, noch sind wir im Plus. Ja. Wenn ich das jetzt auf Stunde. Noch sind wir leicht im Plus da, wenn ich das auf Stunde sehe. Ja, ganz vollgelaufen sind wir ja nicht und die produzieren ja alle noch. Ja, und wenn wir jetzt noch 1-2 Maschinen mehr setzen, dann sind wir wieder deutlich im Plus. Und hier haben wir, guck mal, Kupfer läuft, Eisen läuft. Das ist ein Durcheinander. Dann will ich mal hier hinten machen wir Kupferkabel, die wir hier hinten brauchen. Für die Boards. Hier machen wir Zahnräder, die wir hier überall brauchen. Wir haben ein bisschen oben hingeführt, die Zahnräder. Wir haben uns Eisenplatten geholt. Ja,
kommen immer zwei Eisenplatten an, brauchen aber nur eine. Hier nochmal Eisenplatten. Nein, die Güte nicht. Dann kriegst du ja. Kriegst ja einen Kollaps hier. Strom haben wir reichlich, ne? Naja, Strom haben wir mehr als reichlich. Außer den elektrischen Erzförderer verbraucht ja nichts Strom. So, Oh, ja. Ich habe immer das Gefühl, da kommen immer weniger Eisenplatten raus. Ja, könnte sein. Das Geräusch, ne? Aber es läuft ja, es ist ja vollgelaufen, also kann es ja nur laufen. Ja. Wir müssen wirklich Eisen und Kupfer, wir müssen als erstes Hochöfen kriegen. Erstmal wollte ich ja gleich die Forschung komplett umbauen. Ja, ja, aber warte, der Schaden ist ja gleich fertig. Du musst auch mal auf die Zeiten achten, die da dran stehen. Weiß ich. Tut mir leid. Kugelschaden 30. Das dauert länger, als wenn du Logistik 2 machst. Weiß ich nicht. Oder Logistik 3. Ja, ich war doch mitten am Bauen. Ich weiß nicht, was wichtig hier ist in der Forschung. Wir brauchen ein bisschen ballern. Ballern. Ja, genau, wir müssen ballern. Ballert ist gut. Ah, der Kugelschaden ist ja gleich fertig. Da kriegst du hier unten schon wieder alles gebaut. Hat. Stahl, Ziegelsteine. Was hab ich getan? Du hast eine ganze Montageeinrichtung, so dein Ding ist fertig, jetzt kannst du umbauen. Du hast eine ganze Montageeinrichtung da gebaut für die Forschung. Ist das wichtig? Wie ist das wichtig? Aha. Hey, mit Strom. Aha. Aha, die Stromleitung gekappt. Gibt nichts mehr. Kein Saft mehr. Da habt ihr wieder. Die ganze Produktion kommt zum Erliegen. Ja, ah. Chris hat sofort, oh, mein Strom. Mein Strom ist weg. Wir haben die Rechnung nicht bezahlt. So, jetzt gibt's Notstromversorgung. Es geht ja irgendwo. Wir haben ja nur den einen Wasserloch hier, oder? Ja. Ja, aber er hat auf der anderen Seite noch mit Kabel gezogen. Ja. Ihr habt ihn doch nur kurz weggelegt. Schon kriegt er Panik, ne? Gibt's ja nicht ein Atomkraftwerk? Wir brauchen Atomkraftwerk. Gibt's bestimmt. Mir gibt ja Uran schließlich. Gibt Uran? Ja, natürlich. Echt? Cool. Gibt's auch Gold? Glaub nicht, ne. Mit Mods, ja. Weil das ist schade. Also das Gold muss noch sein. Gold fehlt noch. Uranerz, da sehe ich ja gerade. 525 haben wir da schon sogar ein Feld aufgedeckt. Das hat sogar schon gefunden. Mit Aliens. Wie bitte? Mit Aliens. Aliens, ja, dann muss er die wegpusten. Sehe ich auch so. Wäre Rüstung jeder und dann ab geht's. Ich habe mir erstmal Maschinengewehr gemacht. Ja, habe ich auch schon. Wow, habe ich noch nicht. Ja, warum machst du dir keins? Weil ich ein friedfertiger Mensch bin.
Gerade du. Du, der jeder Fliege gegenüber aggressiv eingestellt ist. Wow. Jetzt fühle ich mich irgendwie gedisst. So ist er noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Nicht? Nee. Ich muss immer noch der zweite hinstellen. Aber ich muss das eine hier noch verlängern. Geh mal weg da. Ja. Danke. Gut. Wollen eigentlich die größeren Stromdinger, ne? Hab ich schon mal gesagt? Nein, noch nicht. Okay, dann sag ich's jetzt. So. Haben wir die Produktion schon mal verdoppelt. Grüne und hier auch das Grüne. Das Fließband hin. Da muss hier die andere Kiste hin. Passt ja. Sehr gut. Eine Kiste hin. Ist alles richtig gemacht haben. Ja. Oh, André. Alles richtig gemacht. Baut sich jetzt hier.
Alles auf, mit Zwischenlager in Kisten. Sehr schön. Und ihr dürft wieder forschen, bitte, dankeschön. Dumber. Das wäre jetzt sinnvoll. Fortgeschrittene Materialverarbeitung, oder nicht? Ja, die hoch mit den Hochöfen, ne? Jawohl. Und nur fragen, ob die Produktion hinterherkommt. Ah, ja, doch, ich denke mal schon. Siehst du, guck mal, das Grüne ist auch schon fast voll gelaufen. Kannst ja sogar bald noch zwei weitere Forschungslabore hin tun. So. Das nicht funny? Ja, funny. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Ah. Ja, weiß ich noch nicht. Wir haben jetzt den Kreislauf fertig. Nicht die Pyramide? Nee, den Kreislauf. Kette? Die Kette. Aber. Produktionskette. Jetzt müssen wir alles natürlich noch automatisieren. Optimieren. Ja. Also ich finde das schon mal recht ordentlich, ihr so gebracht habt. Ich finde es sehr toll. Alter, schon wieder ist die Kupferkiste voll. Kupfer haben wir auf jeden Fall eine Überproduktion, also mehr als über. Dann müsst ihr da gucken, dass ihr da noch irgendwas machen. Gucken, was können wir denn mit dem Kupfer machen? Alter Schwede. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Also, krabbeln sie sich gegenseitig rein. Immer ein raus, ein rein, ein raus, ein rein, ein raus, ein rein, ein raus, ein rein. Ja, da sind zwei Kisten schon voll mit Kupfer. Ja. Und der andere ist voll auf Speed, Alter. Wir haben aber auch schon bald zwei Kisten voll mit Eisen. Das heißt, wir können im Prinzip können wir jetzt noch irgendwo was hinmachen. Hat uns doch irgendwas produziert. Wir haben schon 130 rote Fläschchen. Ja, zu 8 grüne. Da wäre nicht das Problem. Grün können wir ja noch einbauen. Ja, aber die Grünen kommen, werden jetzt auch langsam mehr. Also, ich glaube, noch einen brauchen wir nicht. Ich denke mal, das reicht schon so. Vielleicht wollen wir noch mehr Labore bauen, dann haben wir ein bisschen mehr auf Vorrat.
ehrlich, es fehlt mir hier Strom. Meine Fresse, wie viel Strom muss ich denn hier noch legen? Alter, ist ja ein Wirrwarr hier, ne? Können wir nicht Unterlandleitung bauen? Logistikpipes hier. Das ist ja unglaublich, was ein Durcheinander. So, es fühlt sich alles auf. Hier läuft noch nichts leer, alles gut. Kupfer ist sowieso vollgelaufen. Sogar in den Dingern sind überall 100 Kupfer drin. Meine ja. Schanauze, ist ja unglaublich. Eben mal rausnehmen, wo 100 drin sind und in die Kiste packen. Ich habe Eisenerz in der Tasche, was soll denn das? Also es ist alles vollgelaufen. Da hinten fehlt Treibstoff bei Kohle. Kann ja die Kohle leerlaufen. Ja, das Ding kann nichts ziehen. Ja, ja. Mal einfach Kohle reintun. F gedrückt halten und dann kannst du über so ein Fließband laufen, dann hast du doch Kohle. Er muss sich auch bewegen dabei. Warum stellst du hier keine elektrischen hin? Ach nur so. Weil die produzieren doch eigentlich, normalerweise sollen die sich doch selber wieder auffüllen. Ah ja, läuft wieder. Problem erkannt, Problem gebannt. Macht Chris hat hier hinten schon, der ist schon wieder bei. Er stellt schon wieder Mauern her. Das sind 200 Mauern. Wie hast du den Bereich jetzt begrenzt? Unten auf das rote X klicken. Und dann irgendwo wurde bis Feld, wohin. Wo es aufhören soll. Ja, gut. Das ist gut, ja. So kann man alles ein bisschen begrenzen. Was wird das hier? Noch eine Eisenproduktion? Ja, wir brauchen mehr Eisen. Noch mehr? Wir brauchen einen Eisenstifler. Den Chrysal hat meine Produktionskette nicht gefallen. Ich? Warum nicht? Der baut eine viel hübschere als meine. Das ist meine, die ich gestern auch gebaut habe. Bei meiner kommst du mit wenigen Fließbändern aus. Ha, so, habe ich dir gegeben. Schön, hast du toll gemacht. Ja, man muss halt nur in die Kohle zuführen. In Kohle, außen Material und dann ganz außen das fertige Produkt. Joi. Dreh mal deine Greifer um, ne? Dann tun sie auch was. Ah, schon selbst gesehen. Boah, ich bin schon wieder im Wald gelaufen. Wenn man ganz rauszoomt, dann erkennt man sich kaum noch. Dann muss man immer nur erahnen, wo man ist.
Was soll ich denn sagen? Ich bin dazu noch grün. Ich verschwinde hier im Wald. Das ist Tarnfarbe. Ja. Noch mehr Eisen produzieren. Wir brauchen mehr Eisen. Gesagt, braucht das bestimmt für irgendwas. Du kommst mit so wenig Eisen, was wir haben, insgesamt nicht weit, wenn du bei den nächsten Schritten. Ja, Hochöfen sind fertig. Oh ja, yeah, endlich können wir Hochöfen bauen. Ja, gut, dass ich Ziegelsteine schon gemacht habe, ne? Ja. Die brauchst du für Hochöfen. Dann können wir jetzt hier, ja. Hier hinten Montageeinrichtungen machen und dann Hochöfen bauen. Stahl brauchen wir dafür ja auch. Also die brauchen 3 Sekunden, die kannst du auch im Inventar craften. So. Okay. Einfach alle Öfen ersetzen. Die brauchst du einfach nur drüber setzen. Du brauchst noch nicht mal die alten abbauen. Echt? Nee, du kannst sie einfach drüber setzen, dann hast die alten automatisch im Inventar. Okay, warte mal, dann mach ich doch. Geht auch bei Fließbändern, das geht bei allem. Du kannst einfach alles ersetzen, du brauchst nichts abbauen. Ich mich wenigstens nicht ganz so nutzlos. Welche sind denn wichtig, welche ich als erstes einsetzen, umsetzen soll? Egal, ne? Alle. Boah, aber nicht so vieles, Materialverschwendung. Ja, ja. Was mache ich jetzt mit den ganzen Öfen? So, hier oben bei der einen Eisenproduktion habe ich schon ersetzt. Was gesagt, bei dir auch? Nee, die braucht man nicht. Die ist nicht zwingend notwendig. Was mache ich jetzt mit den anderen Öfen? Das frage ich mich auch. Ich kann sie am Ende immer noch gebrauchen. Für eine Billigproduktion. Was? Bei uns gibt's nicht billig. Wir sind hier doch nicht bei den Teletubbies. Katastrophe hier. Katastrophe. Ja, haben wir denn irgendwo eine Kiste, wo wir das reinschmeißen können, oder ist das egal? Ist egal. Oha. Ja, ich sehe nur, du hast so viele elektrische Bauer hier. Dann läuft doch gleich alles voll hier unten. Ja, dann soll es halt voll laufen.